Recht herzlich willkommen zur 35. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir haben hier die Truppen losgeschickt, die sollten Aberdeen auf die 20 drauf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das klappt. Also ich bin da, hab da letztes Mal noch so ein paar Bedenken gehabt und jetzt dann über die Folge dann ein paar Mal geschlafen sozusagen. Da habe ich gedacht, weißt du was, da setzt dann mal noch ein paar Leute ein. Kommt da sogar noch einer? Nee, da kommt keiner. Ach so, das wird konvertiert oder irgendwie sowas. Und deswegen machen wir hier lieber noch so, ne? Ich würde sagen, 5 Einheiten machen wir noch dabei. Und dann stehen die ein bisschen besser da, glaube ich. Gut, das haben wir. Dann gucken wir mal weiter. Hier unten, wo ist denn unsere Flotte? Ach so, die blockierte, glaube ich, die Hafen im Dingens, sag schon. Genau. Hier sind 10 Flotten von den Dingens, die blockieren wir, dass die nicht rausfahren können. Das macht auch Sinn. Und dann haben wir hier oben noch eine Einheit, die fährt dahin, um dann Leute rauszulassen. Und hier werden noch 3 Einheiten gebaut, die wir dafür weiter benutzen wollen. Dann passt das ja. Gut, was haben wir hier oben noch? Die sind jetzt rausgekommen, da brauchen wir dann nichts machen. Hier können wir nichts machen. Flandern, Ulster. Da sollten wir die Kultur ändern. Und diese hier, was machen wir da? Da können wir nichts machen. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Clanriscardische Nationalisten. Kann man das irgendwo sehen? Wir halten ja. Kunau 3. Das war doch hier in Dingens, ne? In Irland. Ja, hier kommen die dann raus. Alles klar. Gut, das ist geklärt. So, das haben wir gemacht, das Schiff da hinten haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Müssen wir noch was machen? Nein, wir wollen diese Truppen noch verstärken. Wir müssen gucken, was machen wir mit unseren Schiffen, lassen wir die hier stehen. Rein theoretisch brauchen wir die da zurzeit nicht wirklich, aber wie ich sehe, sind die auch ein bisschen kaputt. Das heißt, lass die mal hier irgendwo in einen Hafen fahren. Da ist jetzt schlecht. Ich glaube, wir fahren da mal hin, ne? Da war doch bestimmt ein Hafen, oder? Und wenn auch nicht, ich glaube, die werden da so oder so repariert, oder wie sehe ich das? Feindliche Flotte ausweichen. Verbündete an Bord lassen, automatisch Transport deaktivieren. Nee. Kann man das gar nicht, ne? Okay, nicht schlimm, lass mal laufen. Das haben wir geguckt. Das Stanin wird bald fällig. Land ist im Krieg, das wissen wir auch. Hohe Kriegsmüdigkeit, da können wir aber auch nichts runter machen. Was haben wir hier noch? Das ist das gleiche in Grün. Dann haben wir hier, ihr habt einen freien Beraterplatz, brauchen wir nicht, da können wir was bauen. Nationalistische Idee, was haben wir überhaupt für eine Idee? Ziel, Schweden über England, okay, das läuft. Dann haben wir hier um Nachfolge und, ja, die Provinzen, ist klar. Welche Provinzen sind das? Provinzen, auf die ihr einen Anspruch habt. Picardie, Armor, Finisterre, Loire, Anjou. Und die Fähre, okay, da oben, das sind die 3 Inseln. Gut, das läuft soweit. Die tun nichts. Hier wäre zu überlegen, ob wir nicht später darüber setzen und Dingens. Ich weiß aber nicht, ob man hier darf oder nicht darf. Das ist die Frage. Also die Franzosen dürfen durchmarschieren. Naja, läuft aber erstmal, sagen wir mal so, ne? Eingeborenen, machen wir gerade Pause. Bevölkerung 100 dazu, super. Das ist da oben. Können wir das hier irgendwo sehen, wie viel die haben jetzt? 672, cool. Okay. Machen wir wieder Pause gerade rein. Besuchswilligter gestalten. Das ist ein Angebot. Spionagenetzwerk, Aufbau plus 20%. Und wir brauchen unbedingt Prestige, dann nehmen wir das Prestige. Hier sind es wie viel? 408 lehnen wir natürlich ab und da kriegt man ein Angebot. 25, das akzeptieren wir. Gut, weiterlaufen lassen.
Die kontrollieren jetzt die Provinz. Okay. Jetzt ist die Frage, ich glaube, wir gehen mit denen aber dahin, weil wenn, dann kommen die vielleicht dahin, dann schützen wir den, aber in der bauen wir auch eine Einheit, oder nicht? Ne, ich glaube, da bauen wir keine. Gut. Die marschieren darüber. Burgund. Besitzanspruch. Hier müsste das Schiff da sein zum Ent. Ne, ist es doch noch nicht. Das geht aber. Die Flotte fährt wieder dahin. Die tun wir auf jeden Fall einen. Oh. Tausend Mann sind das, die waren da jetzt angezeigt, obwohl, naja, weiß ich auch nicht. Da sieht so aus, als ob ja keiner da ist. Wir haben verloren. Das war jetzt nicht hier, ne? Ah, das war eine einzelne Einheit, die wir verloren haben. Okay, dann bin ich ja noch glücklich und zufrieden. Die können dann noch darüber marschieren. Ich dachte jetzt, das wären die 20.000, 40.000 gewesen, die da verloren haben, wo wir jetzt da stehen, ne? Die laufen ganz woanders hin, oder was? Okay. Da drinnen ist auch einer fertig. Dann lassen wir den vormarschieren. Hier haben wir noch 432, wird mehr sogar. Okay, die wollen ganz woanders hin. Keine Ahnung wo. Gehen aber nicht rüber. Das geht wohl. Dann sollen die das da auch mal befreien. Die einen mal natürlich. Ich weiß nicht, die wollen da nicht hinlaufen. Können da nicht hinlaufen wegen Schiffen und so oder was, ne? Oh, das wird schon von England besetzt. Mit einer Einheit, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und die läuft jetzt erst rüber. Das ist auch komisch. Dann geht's da weiter, ne? So, wenn ich die da hinschicke, ne? Würdet ihr. Auf Ireland, Army. Ne, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Die marschieren dahin. Machen die das jetzt oder machen die das jetzt nicht? Oh, das funktioniert nicht. Irgendwo sind die Rebellen jetzt rausgekommen. Okay, das ist da unten in Irland. Da kommt kein Pfeil hin, ne? Ich weiß es nicht. Ach, da ist noch was drauf. Alles klar, deswegen geht das nicht. Gut, dann lass die da rüber. Jetzt gucken wir hier, wie viel sind's? Das sind 10 Einheiten und das sind 19,4. Die kämpfen das frei. Machen sie das auch? Ja, sieht so aus. Ja. So, da noch 3 Einheiten machen und dann. Schauen wir mal weiter. Lass mal ein bisschen laufen. Die wollen da immer noch rüber, ne? Und wir haben das da oben schon mal befreit. Und jetzt laufen die da auch hin. Wir müssen unbedingt dahin. Das hat keinen Sinn. Wenn die sich vereinen, dann haben wir wieder keine Chance, ne? Von England besetzt. Und hat keinen Sinn, wir müssen dahin. Wenn wir nämlich da nachher 30 haben, dann brauchen wir gar nicht mehr anfangen. Und Truppen, sind die geeint? Ja. So, die kämpfen da definitiv. Ich will hoffen, dass wir das schaffen. Aber das sieht gut aus. Ja.
So, und wenn das passiert ist, dann gehen wir gleich dahin. Beziehungsweise da. Die Einheiten schicken wir dahin, sollen sich da ein. Gut. Wir müssen gerade gucken, wie es hier so läuft. Die stehen noch da, die stehen da. Die haben 19, die hatten vorher, meine ich, 16. Das ist jetzt auch nicht so doll. Die drei Inseln haben wir. Hier oben hätten wir jetzt die Möglichkeit, da irgendwie hinzufahren. Das Schiff fährt schon rüber. Und diese Einheit ist auch schon klar. Haben wir jetzt noch irgendwie was? Nö. Weißt du was? Lass das mal dahin fahren. Ich weiß nicht, ob das geht oder so. Ja, probieren wir aus und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was sehen. Achso, das waren die, alles klar. Dann rückt ihr mal dahin und ihr rückt dahin und ihr solltet doch auch dahin, ne? Ja. Okay, wie sieht es hier jetzt weiter aus? Die haben wir geschlagen. Da ist erstmal Ruhe. Ulsterische, die kommen gleich wieder. Na, lass die da reinlaufen. Obwohl, wir sollten, bis die kommen, warten. Lass die da. Weil, wenn die da rauskommen, dann sind die drei ja kaputt. Das bringt uns dann nicht weiter, ne? Wir können die drei ja aber hier runterschicken und das Schiff, die Schiffe auch dahin schicken. Dann können wir die drei einmal nach Dingens schicken. Wie heißt es? Nach Calais. Und dann können die dann mal gucken, ob da was geht. Wie waren in Calais die Flanderischen? Bei 80 noch, okay. Okay, das haben wir gemanagt. Hier oben managen wir das nach da. Das sind jetzt 12%. Können wir da irgendwas verhandeln mit denen? Das würde gehen. Und da wäre schon Sabbat. Wenn ich das nicht nehme, ne? Kann ich hier auf dem Festland was kriegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das würde nicht gehen. Das auch nicht. Das sind aber knappe Punkte dann, ne? Müssen wir mal gucken. Aber das, ja, was können wir machen? Was ist jetzt die Frage? Hier ist alles besetzt. Da kriegen wir gar nichts hin. Hier ist auch besetzt. Da werden wir auch nichts hinbekommen. Hier haben wir das schon mal gemacht, die Kolonien. Was sind das hier? Oh, das ist auch noch norwegisch. Dann sollten wir da definitiv auch noch hin. Dass die auf jeden Fall nicht Amerika weiter erobern. Und wir gucken erst Irland an. Gut, lassen wir noch ein bisschen laufen hier. Die befreien wir. Agent entdeckt. Aber nicht bei uns. Warte mal, was ist das denn hier? Norwegen, 44. Wir können keinen Anspruch fingieren, okay. Lassen wir gerade weiterlaufen. Darlehen zurückzahlen, ja. Und das müsste gleich frei sein. Okay. Die schicken wir schon mal ins Nachbarland und Ulster wird gleich rauskommen, denke ich. Oder auch nicht. Kartellisierungssatz der Grenzen. Verlieren wir. Wie viel Dukaten? 14. Korruption kriegen wir auch. Dann kriegen wir einen neuen Kardinal in Co. Da
Da kriegen wir einen Chefspion. Also das ist mit der Meinung da unten schon mal ziemlich egal, ne? Machen wir das zweite aber, weil das andere ist mit dem Geld weg und so ist nicht unser Ding, ne? So, hier können wir mal gerade verringern. Wie sieht das hier aus? Okay, die Sense, das dauert noch. Und hier wird sowieso noch dauern. Was macht's Geld? Das sind reichlich im Minus, okay. Das ist natürlich verdammt viel, aber das liegt jetzt daran, dass wir gerade aktiv sind, oder? So viele Armeen haben wir natürlich auch. Die können da jetzt mal rüberlaufen. Einen. Dann müssen wir gucken, ob sich die Franzosen bewegen oder nicht. Kommt wieder ein Friedensangebot der Franzosen rein. 312 wird schon weniger. Und da unten, die bewegen sich auf jeden Fall. Die nicht. Aber das wird auch nichts, weil zu wenig Truppen, ne? Können wir nicht, kein Geld. Warte mal. Da kommt noch ein Angebot rein. 40 Dukaten akzeptieren wir. Warte mal, das lassen wir jetzt gerade ja. Hier müssen wir mal gucken. Jetzt die Ulster-Leute, Flandern. Das ist klar, flandrisch. Keine Ahnung, die sind. Mit dem Dingens. Da unten sind sie auf 0, okay. Das bedeutet, die setzen wir da rein. Und wenn das erobert ist, können die runterrutschen mal gerade und dann machen wir mal gerade Dingens frei. Oder wir teilen die auf, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Eine Kanone ist hier nicht drin, ne? Wir haben keine Kanonen, glaube ich, mehr. Doch, da unten. Dann geht die mit. Warte mal. Die einen mehr. Das war jetzt eine doofe Idee. Können wir wieder machen. Und die Kanone muss mit. Die haben wir ausgewählt. Da ist der Philosoph gestorben und da haben wir eine Mission geschafft. Die laufen da runter. Das ist erledigt. Missionen angucken. Erbaut an Artois. Das ist hier. Das würde schnell gehen, ne? Geht aber im Endeffekt nicht, weil wir gegen die überhaupt keine Chance haben, ne, oder? Verbündet mit Bretagne, Brabant und Friesland. Okay, das wären jetzt nicht die Übernationen, aber wir sind schon schlecht genug. Das wird also nicht funktionieren. Gucken wir, dass wir Flandern freikriegen. Das ist erledigt. Da kommt noch eine Forderung rein von 312 Taler. Dann wollen wir nochmal das Geld gucken. Das geht jetzt runter. Können wir hier was senken? Nein. Okay, das ist erst so. Sind das 34? Hier oben werden wir auch noch was machen. Wir haben hier 14. Das Schiff ist das schon. Aha, das ist schon da. Dann gehen die doch mal da rein, oder? Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas sehen können. Spanien hat England als neuen Rivalen bestimmt. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob man erst was sieht, wenn man drauf ist. Ein bedeutender Mann ist gestorben.
Inquisitor. Okay, so wie es aussieht, sind keine Rebellen da. Wir nehmen das Schiff. Fahren definitiv noch da. Können wir mit den Leuten eigentlich da hinlaufen? Jo, geht. Dann lass das doch tun. Weiß nicht, ob die unterwegs kaputt gehen, aber wenn, dann wäre das halt so. Ach so, das ist wohl nicht möglich, weil da gerade so rote Zeichen dran sind. Gucken wir mal weiter, ob das geht. Okay. Die müssen wir dann mal reparieren. Das funktioniert auch nicht. Eine Einheit ist zu wenig. Ist aber nicht schlimm. Pause. Das verlängern wir. Die gehen aufs Schiff. Wie ist denn das Schiff hier gebaut? Oh, 44%. Ich glaube, das müssen wir erst noch reparieren. Okay. So, hier oben haben wir noch ein Dingens. Angebot von den Franzosen für 96. Ablehnen. Da oben müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt was hinkriegen. Wie sieht das hier aus? Die können immer noch darüber. Das sind 22. Oh, die haben einen Streit im eigenen Land. Das ist cool. Das ist super cool. Hier sind 12, da sind 35 und die haben 22. Das wäre natürlich krass, was da geht. Auch wenn ich es nicht tun werde, aber ich schicke die nach da unten, weil ich glaube, dass sie da momentan am besten stehen. So, hier müssen wir definitiv Leute hinzukriegen. Aber wir wissen nicht, wie unser Schiff jetzt hier gerade ist. Wird das da repariert? Ja, wird es. So, jetzt haben wir einen neuen Kardinal da irgendwie gekriegt. Lass das noch einen Monat reparieren. Kommt ein Angebot der Franzosen rein. 24. Handelskrieg und gegen die. So, dahin. Was macht die eine Truppe? Ist die da unten schon angekommen? Oh, die kämpfen gerade hier mit den Dingens und verlieren. Ach, das sind Norweger. Okay. Ne, da sind wir unterlegen mit einer Truppe dann. Alles klar. Ja, gut. Dann ist jetzt die Frage. Okay. Die laufen weg und die anderen kommen nicht nach. Das ist schon mal gut. Kriegen wir es hier hin, eine Kogge noch zu bauen? Ist vielleicht nicht verkehrt, zwei zu haben, na. So, die sind 800 Leute, ne? Ja, okay, da müssen wir zusehen, dass wir das hinkriegen. Die sind aber unterwegs hier. Und hier unten, wie sieht es da aus? Da wird befreit. Da kommt noch das Angebot der Franzosen. 120 wird wieder mehr. Haben sie ihre? Nö, nicht unbedingt. Aber die sind da weg. Also die sind auf jeden Fall dahin, ne? 11 Stück an der Zahl. Ja, aber ich würde mal sagen, wir 16. Ja, das muss noch mehr werden. Das hat so noch keinen Sinn. Und wir sind hier nun mal auf der Insel, da ist niemand drauf. Die können wir also einnehmen. Und dann haben wir ein paar Punkte mehr. Dann haben wir vielleicht 20 oder so. Das sollten wir auf jeden Fall noch tun.
Gut, okay, aber für die Folge soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.